Mein Name ist Martin Schürmann. Ich bin mit Özlem Spitzenkandidat für Die Linke zu den Europawahlen und ich bin gerade von jemand hier auf dem Platz gefragt worden. Sag mal, ist das ein Zufall, Martin, dass ihr hier auf dem Platz heute eure Veranstaltung macht mit dem im Hintergrund sichtbaren Apple-Zeichen von dem Apple Store? Naja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber Apple hat im Jahr 2014 in Irland 0,005% Steuern gezahlt. Das sind 50 Euro auf 1 Million Gewinn. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine unglaubliche Zahl das ist. Und Özlem ist darauf eingegangen, jede Bäckerei, jedes Friseurgeschäft, Sie alle, wir alle zahlen mehr Steuern als dieser Weltkonzern, der im Jahr 2014 der teuerste Konzern der Welt war. Und das ist eine unglaubliche Sauerei, dass die Konzerne und Vermögenden sich aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehlen wollen und dabei auch noch von den Politikerinnen und Politikern hier in der Bundesrepublik, aber auch auf europäischer Ebene bislang unterstützt worden sind. Wir als Linke, das betone ich hier ausdrücklich, wir als Linke haben keine Angst, uns mit den Konzernen und auch mit den Vermögenden anzulegen. Wir fordern, dass die Konzerne und Vermögenden ihren gerechten Anteil an der Steuerlast zu tragen haben, ihren gerechten Anteil an der gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten haben. Wir brauchen dieses Geld, damit es in Bildung, in Gesundheit, in Pflege, in öffentliche Daseinsvorsorge, in öffentliche Infrastruktur investiert werden kann. Und wir werden uns das Geld da holen, wo es ist und wo es gerade verschwindet, nämlich in den Steueroasen und bei denjenigen, die die öffentliche Hand berauben, die ihr Geld vorenthalten, die Steuervermeidung betreiben, die Steuerhinterziehung betreiben und wie wir bei Cum-Ex gesehen haben, offenen Steuerraub. Und Steuerraub? Man muss sich vorstellen, Cum-Ex, was war das? Ja, das waren steuergetriebene Finanzgeschäfte und da haben einige Banker in Banken, die vorher mit öffentlichen Steuergeldern gerettet worden sind, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Banken sind mit öffentlichen Steuergeldern gerettet worden und dann überlegen die sich, genau, ich finde auch, das ist eine Riesenschweinerei, und dann überlegen die sich, okay, wie können wir noch mehr Geld verdienen, steuergetriebene Finanzgeschäfte, super. Irgendwie. Und dann berauben die sozusagen mit irgendwelchen komischen, krummen Sachen den Staat. Und Deutschland allein ist dadurch ein Schaden in Gang von über 30 Milliarden Euro, die aus dem Haushalt geraubt wurden. Von Bankern, die in Bankhäusern sitzen, die vorher auch schon mit Steuergeldern saniert worden sind. Ja, das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch was nicht. Und deshalb fordern wir ein Unternehmensstrafrecht auch hier in Deutschland. Banken, die Steuergelder rauben, denen soll die Lizenz entzogen werden. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn das so weitergeht? Uns fehlt das Geld an jeder Ecke und an jedem Ende hier in dieser Gesellschaft. Und die lassen sich erst mit öffentlichen Geldern rauben und dann klauen sie auch noch Geld? Ja, wo kommen wir denn dahin? Und dann will ich noch kurz in die Europäische Union blicken. Auch da ist Cum-Ex in einigen Ländern sozusagen passiert, aber das ist nicht der Fall, sondern ich möchte mit euch und Ihnen kurz die soziale Situation betrachten. Wir reden davon, dass nach offiziellen Zahlen 113 Millionen Menschen in der Europäischen Union, 113 Millionen Menschen, das sind 22% von 500 Millionen, die hier leben, von Armut betroffen sind bereits oder von Armut bedroht. Der Kinderschutzbund spricht von 4,4 Millionen Kindern allein in Deutschland, die in armen Familien aufwachsen müssen. Wir haben einen Niedriglohnsektor, der europaweit seinesgleichen sucht. Kürzlich sind Zahlen bekannt geworden, dass in Deutschland 16% der Vollzeitbeschäftigten weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Und die sind natürlich jetzt schon davon betroffen, dass sie Monat für Monat kämpfen müssen, um ihre Rechnung zu zahlen für die Miete, für Strom, für Wasser, für Gas. Aber vor allem werden sie im Alter auch von Altersarmut betroffen sein. Und mittlerweile reden wir in der Europäischen Union von 20% der Bevölkerung, 20%, die von Altersarmut bedroht oder betroffen sind. Eine unvorstellbare Zahl der Älteren, der ab 55-Jährigen, die, obwohl sie ein Leben lang hart gearbeitet haben, obwohl sie ein Leben lang mit ihrer Hände und ihrer Köpfe Arbeit versucht haben, sich durchzuschlagen, kein menschenwürdiges Leben im Alter führen können. Riesensauerei, finde ich. Und natürlich müssen wir aber das ändern. Dann gebe ich ein Beispiel, wie Sozialpolitik gerade auf europäischer Ebene von der Kommission aussieht. Und ein Beispiel, wie wir als Linke uns das alternativ vorstellen. Also die Europäische Kommission hat vor kurzem eine Initiative gestartet für ein privates
Rentenversicherungsprodukt, also eine private Rentenversicherung. Pan-European Personal Pension Product heißt das auf Englisch. Ist auch egal, wie das heißt. Also eine private Rentenversicherung. Wir in Deutschland sind ja schon, wie soll ich sagen, leitgeprüft von Riester und Rürup. Wir wissen ja, wozu das führt. In erster Linie, dass die Versicherungen immer mehr verdienen. Aber die Leute, die von Altersarmut betroffen sind, sich diese Produkte überhaupt gar nicht leisten können, denen wird also überhaupt nicht geholfen. Die Leute, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, ja, sollen die sich so private Rentenversicherungen leisten können? Frage ich mich, wie? Nee, geht natürlich nicht. Also für die ist das auch nicht. Für wen ist das? In erster Linie verdienen die Versicherungen. Auf europäischer Ebene hat man sich überlegt, auch die Hedgefonds und auch die privaten Finanzdienstleister. Also so große Unternehmen wie zum Beispiel BlackRock. BlackRock, da klingelt doch was, klar. Friedrich Merz, Aufsichtsratsvorsitzender in Deutschland von BlackRock. Und zufälligerweise hat BlackRock vor kurzem, vor ein paar Jahren, ein Strategiepapier veröffentlicht. Da werben sie für die Einführung eines Pan-European Personal Pension Product, also eines privaten Rentenversicherungsprodukts für die Europäische Union. Das ist aber ein komischer Zufall, dass die Kommission kurz darauf mit dem gleichlautenden Namen eine Initiative startet und versucht, diese Politik durchzusetzen. Mittlerweile ist das leider auch gegen den Widerstand der Linken verabschiedet worden, auch durch das Europäische Parlament zugestimmt, von europäischen Finanzministern, Riesensauerei. Und wer verdient daran? Versicherungen, Hedgefonds, Finanzdienstleister. Und wem wird nicht geholfen? Den Leuten, die in Altersarmut leben, die Leute, die im Niedriglohnsektor sind, die Jugendlichen, die keine Arbeit finden. In der gesamten Europäischen Union sind auch das immer noch 16%. Und im Süden sind es sogar über 30%. In Griechenland spricht man von 40%. Aber wir kämpfen für solidarische Sozialpolitik in der Europäischen Union, für eine Sozialunion. Und ich sage ganz klar, Solidarität lässt sich nicht an der Börse handeln. Wir werden dafür sorgen, dass die Europäische Union zu einer Sozialunion umgebaut wird. Wie sieht alternativ linke Sozialpolitik aus? Warum ist es wichtig, dass die Linke gestärkt ins Europäische Parlament einzieht? Warum ist es wichtig, dass es uns dort gibt? Nicht nur, weil wir uns ganz klar gegen die rassistische und faschistische Politik der Rechten stellen. Nein, weil wir auch für eine andere Sozialpolitik kämpfen. Und um euch und Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben es geschafft, in dieser Legislaturperiode gemeinsam mit anderen Kräften und den Gewerkschaften auf europäischer Ebene die Entsenderichtlinie zu ändern. Was verbirgt sich dahinter? Klingt abstrakt. Wir alle erinnern uns alle, dass zum Beispiel in Deutschland auf Baustellen vor kurzem noch die Situation herrschte, dass erstens, wenn, dann niedriger Tarif für die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter aus Deutschland gezahlt wurde. Aber da haben natürlich auch Leute aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gezahlt. Und die wurden in der Regel nach dem Lohnniveau ihres jeweiligen Herkunftslandes bezahlt. Also wurden dann portugiesische Löhne, polnische Löhne, deutsche Löhne auf einer Baustelle gezahlt für die gleiche Arbeit. Es ist ein riesen Lohndumping in Gang gesetzt worden in der gesamten Europäischen Union. Natürlich macht das was. Wenn ich, sagen wir mal, für 10 Euro damals auf einer Baustelle gearbeitet hätte, aber dann kommt jemand, der arbeitet da für 3 Euro. Ein riesen Lohndumping, das natürlich dazu geführt hat, dass die Löhne insgesamt unter Druck geraten sind und der Niedriglohnsektor in der Europäischen Union immer weiter ausgeweitet worden ist. Was haben wir geschafft? Und darauf bin ich enorm stolz. Was haben wir geschafft als Linke? Wir haben es geschafft, dass jetzt das Prinzip gilt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Mit diesem Lohndumping ist jetzt Schluss. Und so sieht gelingende europäische linke Sozialpolitik aus, und die ist auch bitter notwendig. Özlem ist schon darauf eingegangen, Bernd auch, denn von der sozialen Spaltung profitieren derzeit vor allem die Rechten. Und wir sehen, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten die Rechten nach der Macht gegriffen haben. In Italien, in Österreich, in Polen und Ungarn regieren sie. Auch in Estland ist jetzt eine rechte Partei an der Regierung beteiligt. Und ja, was macht diese Rechte? Die setzt die Demokratie unter Druck. Die greift die demokratischen Grundrechte an. Die greifen die Unabhängigkeit der Medien an, die Unabhängigkeit der Justiz. Die kämpfen aber auch gegen die Gleichstellung der Frau. Die leugnen den Klimawandel. Die kämpfen gegen die Rechte der Gewerkschaften. Die versuchen, soziale Rechte einzuschränken. Das ist deren politisches Programm. Und gleichzeitig betreiben sie eine rassistische Politik, eine rassistische Migrations- und Flüchtlingspolitik. Das ist nicht das Europa, das wir uns vorstellen. Wir werden in diesem Europäischen Parlament klare Kante gegen Rassisten und Faschisten zeigen. Wir lassen ihnen keinen Fußball. Und auch dafür braucht es eine starke Linke im neuen Europäischen Parlament.
Da mir ja gerade signalisiert worden ist, dass ich nur eine Minute habe, möchte ich diese Minute nutzen, um eine Geschichte zu erzählen. Ich war vor einiger Zeit in Spanien, in der Nähe von Madrid, in einem Ort, der heißt Fuenlabrada. Ja? Und in Fuenlabrada war eine Coca-Cola-Produktionsstätte. Es war in Spanien die produktivste Coca-Cola-Anlage, aber gleichzeitig die Anlage mit dem höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Und Coca-Cola hatte irgendwann entschieden, okay, wir strukturieren unsere Produktion in Europa um, Synergieeffekte hier, Synergieeffekte da, irgendwie Arbeiter auf die Straße setzen, und zufälligerweise führte das dazu, dass die produktivste Anlage in Spanien geschlossen wurde, weil eben die auch gleichzeitig den höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufgewiesen hat. Was haben die gemacht? Die haben 1786 Tage gestreikt. 1786 Tage, das sind knapp 5 Jahre, haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiterinnen und Arbeiter von Coca-Cola dort für ihre Jobs gestreikt. Und jetzt im Dezember hat ihnen das oberste spanische Gericht Recht gegeben. Coca-Cola muss denen ihre Arbeit zurückgeben oder muss sie entschädigen, falls sie ihre Arbeitsplätze nicht mehr zurückbekommen können. Das ist ein Riesenerfolg und der sollte uns Mut geben, der sollte uns Hoffnung geben für die Auseinandersetzung, die wir auch zu führen haben. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr, dass Sie hoffentlich am 26. Mai Ihr Kreuz bei der Linken machen bei den Europawahlen. Wir brauchen eure Unterstützung. Unsere habt ihr. In diesem Sinne viel Erfolg uns allen. Dankeschön.